Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Einkaufsvideo. Heute mal bei Lidl. Ich werde einfach mal bei Lidl einkaufen gehen und euch zeigen, was es hier so Neues gibt oder für Angebote. Wir haben hier einmal für 2,99 Euro Erdbeeren, also die Erdbeersaison scheint wieder zu beginnen. Und die Shoget & Freeze Me gibt es dieses Jahr auch wieder, unter anderem mit einer neuen Sorte und zwar Zartbitter Haselnuss, die ich auch hier schon zu Hause im Gefrierfach zum Testen für euch liegen habe. Die mit Vanille gibt es auch wieder und meine allerliebste Lieblingssorte von diesen Shoget & Freeze Me, die ich am besten fand, die mit Erdbeer, Leute. Weiße Schokolade und Erdbeere, die war wirklich extrem geil. Ja, dann habe ich hier auch etwas Neues entdeckt, obwohl ich weiß gar nicht, ob es neu ist. Für mich ist es neu. Eine Dessertsoße mit Pfirsich und Passionsfrucht. Einfach, kann man einfach mal über Vanilleeis gießen oder so. Und für 1,69 Euro haben wir hier einmal ein Angebot, den Lion Brownie Style, der ja echt mega gut war. Ich würde sogar sagen, das ist wirklich die beste Lion-Sorte, die überhaupt existiert. Richtig, richtig geil. Ich weiß gar nicht, was die beste Sorte war. Ich glaube, der Lion White ist auch schon sehr geil, der mit Kokos auch. Nee, ich glaube, der Caramel Blonde war auch sehr lecker. Dann haben wir hier einmal eine Schutzfangmatte. Mit einem roten Hund drauf. Kennt ihr alle Clifford? Genau so sieht er aus. Leute, man kann es auch mal gebrauchen oder hier halt für Katzenfreunde. Gut, das dachte ich, zeige ich euch auch mal. Dann haben wir hier einmal im Angebot für 1,79 die Milchschnitte mit Pfirsich. Schaut auch gerne in mein Testvideo zu rein. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Testvideo zu gemacht. Die gibt es dieses Jahr auch wieder. Und dann haben wir hier einmal im Angebot für 85 Cent Philadelphia. Sämtliche Sorten, Frischkäseaufschnitte. Da kann sich jeder die Sorte aussuchen, ja, die er gerne essen möchte. Ich guck mal, wo ich jetzt als nächstes hingehe. Hier einmal für 2,79 Euro die Chocolate Chips Choco Coco. Also mit Kokosgeschmack. Die habe ich auch schon für euch getestet und ich war wirklich sehr positiv überrascht. Ich habe sie mir langweilig vorgestellt, aber sie waren echt richtig geil. Das muss ich zugeben. Dann haben wir hier auch einmal die Jogurette Buttermilk Lemon, die es irgendwie jeden Sommer gibt, aber die ist auch sehr, sehr geil. Und Leute, bitte lagert sie im Kühlschrank. Jogurette gehört eigentlich in den Kühlschrank. So schmeckt sie wirklich besser. Für 1,19 Euro haben wir hier die Köln Haferflocken im Angebot und ich finde, das sind wirklich die besten Haferflocken, die es gibt. Und Leute, schaut euch das mal an. Das sehe ich zum ersten Mal einfach so ein 1,25 Kilo. Wer kauft denn 1,25 Kilo Haferflocken? Wahnsinn. Naja, das wollte ich euch auch mal zeigen. Das ist meiner Meinung nach der beste Milchriegel, den es gibt. Ich finde ihn sogar fast noch besser als Kinderschokolade. Und Lidl haut auch, hier, neue Pralinen raus, einmal Gratulation, dann haben wir hier einmal Schwesterherz und einmal eine andere Tafel mit Dankeschön, das scheinen alle Milchcreme-Pralinen zu sein. Die gibt es ja sonst auch vom Milka, glaube ich. Jetzt hat Lidl eine Eigenmarke und wer ihn noch nicht probiert hat, den Kit Kat Black and White, ja, kann man auch gerne mal probieren, wobei ich mir da wirklich mehr erhofft habe. Also letztendlich schmeckt er nicht ganz anders als dieser Kit Kat White, den haben wir hier einmal daneben liegen. Also schmeckt wirklich nicht anders. Ich finde, er sieht optisch nur geil aus, aber letztendlich kann man auch sich den Kit Kat White kaufen. Und die habe ich noch nie probiert. Coca-Cola Zero Vanilla, werde ich ja mal sowas von mitnehmen. Ich liebe ja Coca-Cola Zero. Leute. Das war einmal ein Einblick in mein Lidl. Das ging heute wieder mal relativ schnell. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in meinen nächsten Videos.